Hi und herzlich willkommen bei Genial Kitchen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zeige ich euch, wie man mit fertigem Yufka leckeren Börek backt, das genauso schmeckt wie im türkischen Restaurant. Für unsere Börek brauchen wir wenige Zutaten und starten direkt mit der Zubereitung. Als erstes nehmen wir ein bisschen Wasser und machen eine Prise Salz rein. Dieses Wasser brauchen wir später nämlich, um die Yufka feucht zu machen, damit der Börek innen saftig und weich bleibt. Im zweiten Schritt müssen wir die Soße vorbereiten, indem wir 150 ml Milch, 150 ml Öl sowie 150 Gramm Joghurt miteinander vermengen. Wir geben noch zwei Eier dazu und verrühren es mit dem Schneebesen, bis eine homogene Konsistenz entsteht. Und jetzt bereiten wir die Füllung vor. Und zwar nehmen wir hierfür einen halben Bund Petersilie, schneiden es klein. Wir mischen das Ganze mit 300 Gramm Schafskäse. Lasst euch ruhig ein bisschen Zeit dabei, damit sich auch alles gut vermischt. Als nächstes fetten wir die Backform ein, damit die Yufka am Backblech haftet und damit wir es später auch leichter rausnehmen können. Die Yufkas müsst ihr nicht selbst machen. Die könnt ihr überall in den türkischen Läden oder in den türkischen Bäckereien kaufen. Wir legen die erste Yufka über das Backblech und achten darauf, dass keine Löcher oder Risse entstehen. Anschließend gießen wir etwas Soße darüber und bestreichen es mit einem Pinsel. Die zweite Yufka wird in vier Teilen geteilt und zerknittert in das Backblech gelegt. Hier ist wichtig, dass die Yufka nicht glatt gedrückt wird, denn wir wollen ja, dass unser Börek innen saftig und fluffig bleibt. Also lasst es ruhig zerknittert. Erneut kommt etwas Soße darauf. Achtet aber bitte darauf, dass keine trockenen Stellen bleiben. Denn die Soße muss sehr gut verteilt sein. Ab dem dritten Yufka müssen wir es in zwei Teilen teilen und im Salzwasser eintunken und weiterhin zerknittert hineinlegen. Keine Angst, wenn es nun reißt. Jetzt können wir unsere Füllung in der Mitte schön verteilen und belegen es mit der vierten Yufka. Hier ist die Prozedur gleich. Wir tunken es im Salzwasser ein und verteilen es zerknittert auf die Füllung. Dann die Soße, bis wir fertig sind.
Die letzte legen wir darauf und bestreichen es. Erneut kommt etwas Soße darauf. Nun kommt der Börek in den vorgeheizten Backofen. Bei 180 Grad wird es dann für ca. 30 bis 45 Minuten goldbraun gebacken. Nach dem Rausholen halbe Stunde abkühlen lassen. Und guten Appetit! Ein Salat passt sehr gut dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte ein Abo da und gebt mir einen Daumen nach oben. So unterstützt ihr den Kanal, damit wir größer werden und mehr Menschen erreichen. Also viel Spaß beim Nachbacken und bis zum nächsten Mal. Tschüss!